Hallo liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, herzlich willkommen bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Tja, Sie haben es sicherlich auch schon bemerkt, die Tage werden kürzer und die Nächte werden länger. Wir gehen wieder vollen Schritten in die Modellbahnsaison. So, und da ist natürlich auch Basteln und Bauen wieder angesagt. Und das ist gerade mein Stichwort für die neue Senderubrik, die Modellbau-Quickies, die Sie ja auch schon aus meiner Sendung Franks Modellbahnwelt kennen. Heute beschäftigt sich Reinhard Gorn ein klein wenig anders, weniger mit Basteln und Bauen, doch sicherlich hat das was auch damit zu tun. Aber wir gehen mal in den Bereich der Elektrik und Elektronik auf Ihrer Anlage. Seien Sie gespannt. Und nun zu einem Problem, das alle Modelleisenbahner kennen, ob jung, ob alt, ob analog, digital oder sonst wie. Verschmuddelte Schienen, Kontaktprobleme, beleuchtete Waggons machen Schwierigkeiten, das Licht flackert, Loks fangen an zu stottern, eventuell bleiben sie sogar stehen, weil sie keinen Strom mehr bekommen. Wenn das Loks mit Sounddecoder sind, kann es sein, dass der Sound aussetzt. Selbst bei modernen Decodern, die auch Energiespeicher haben, kann es trotzdem vorkommen. Eine Lösung ist natürlich, jeden Tag die Schienen zu putzen. Ja, man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen, damit das Problem nicht so vor einem steht und unendlich erscheint. Ich habe mir angewöhnt, bei jeder neuen Lok Folgendes zu machen. Nehmen wir mal an, eine Lok frisch aus der Packung. Sie hat vorne diese normale Kupplung, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich mir angewöhnt habe, mit den Loks immer nur in eine Richtung zu fahren. Also entferne ich zunächst mal die vordere Kupplung, weil ich sie gar nicht brauche. Wenn es so ist, dass in der Packung der Lok kleine Zugrüstteile vorhanden sind, dann kann man sie ja so anbringen, wie bei dieser Lok zum Beispiel. Hier habe ich vorne die Schürze angebracht. Ich habe also hier auch die Bremsschlauchimitationen angebracht. Und das sieht doch wesentlich besser aus als ohne, als wenn man da einfach nur eine Kupplung sieht. Auf der Rückseite habe ich mir angewöhnt, die normale Kupplung zu entfernen und eine elektrische Kupplung anzubringen. Da gibt es jede Menge Fabrikate. Ich habe damals vor 15 Jahren angefangen, habe mich für dieses Fabrikat entschlossen. Die entspricht der normalen Fleischmann-Kupplung, hat aber zwei elektrische Kontakte. Und zweipolig reicht eigentlich für diesen Zweck, was ich jetzt hier machen will. Ich habe mir angewöhnt, also Lok aufzumachen, die Kupplung da reinzusetzen, eben die Kabel anzulöten. Dann mache ich Folgendes. Ich nehme die Waggons und baue mir unten elektrische Schleifer an, die hier den Strom von den Radsätzen abnehmen. Da gibt es auch wieder alle möglichen und unmöglichen Fabrikate. Es gibt zum Beispiel solche zu kaufen hier, die so mit zwei Schleifern sind. Es gibt solche mit drei Schleifern. Ja. Drei Schleifer sind natürlich wieder noch ein bisschen sicherer als zwei, das ist klar. Kostet nicht viel, einfach zu machen. So, dann würde man Folgendes machen. Man nimmt also hier die Radsätze raus, klebt dieses Teil da ein. Dann biegt man diese kleinen Schleifer ein bisschen nach oben. Also ich mache das mal hier so jetzt, ne? Ungefähr so, ein bisschen schräg nach oben, beiden Seiten so, ja, dass das also hier so hoch kommt. Ne? Und die drücken dann später von unten gegen die Radsätze, gegen die Achsen. Dann muss man natürlich darauf achten, wie rum man die Radsätze wieder einsetzt. Also dass die sind in der Regel auf einer Seite elektrisch isoliert, dass die natürlich dann beide auf der gleichen Seite isoliert sind. Ja? Und bei dem anderen Drehgestell dann genau auf der anderen Seite, ja? Damit man von beiden Schienen Strom abnehmen kann. Dann nimmt man möglichst dünne, kleine, möglichst schwarze Kabel und verbindet dann von Waggon zu Waggon immer also diese Stromverbindung. Wenn es wie hier längere Waggons sind mit zwei Drehgestellen, dann habe ich mir angewöhnt, die ersten beiden Waggons damit auszurüsten mit Stromabnehmern. Wenn es zweiachsige, zum Beispiel Güterwagen sind, dann mache ich das in der Regel bei vier Waggons.
Wenn es vier Waggons mit zwei Achsen sind oder zwei Waggons mit vier Achsen, dann habe ich pro Schiene jeweils vier zusätzliche Räder, die Strom abnehmen, zusätzlich zur Lokomotive. Der vorderste Waggon bekommt dann eine elektrische Kupplung, die genau nach diesem Prinzip, also wie diese, die wir hier gezeigt haben. Ja. Und damit wird die Lok also nicht nur von ihren eigenen Rädern mit Strom versorgt, sondern eben auch von den ersten Waggons, was die Sache wesentlich sicherer macht. Die Schienen müssen schon wesentlich verschmuddelter sein, also bis da der Kontakt völlig abbricht. Ja, trotzdem muss man irgendwann mal die Schienen putzen, aber eben nicht zu oft. Ne? Und für die Leute, ich habe in einer Sache, muss man noch zeigen, die Waggons, die da mit Stromabnehmern verbunden sind, die verbinde ich dann in der Regel mit solchen Kurzkupplungen hier. Ja, die kosten nicht viel, ne? Die werden also hier reingesteckt. Dann würden hier immer die Kabel rüberkommen. Die sehen dann so ähnlich aus, wie die Bremsschläuche aussehen würden. Ne? Die hängen dann hier so runter. Und wie gesagt, vorne elektrische Kupplung, bei zwei Achsenwaggons vier mit Stromabnehmer, bei vier Achsenwaggons zwei mit Stromabnehmer. Zusätzlich hätte man noch einen ganz anderen Effekt. Wenn man digital fährt, mit Software, mit Gleisbesetzmeldern, sogenannten Stromfühlern, die also, wo die Anlage in elektrische Abschnitte unterteilt ist und die Stromfühler feststellen, ob sich in diesem Gleisabschnitt ein Zug befindet, ja, das wird ja dadurch festgestellt, dass da eben ein kleiner Strom fließt, wie er eben durch die Lok fließen würde. Wenn wir jetzt die ersten Waggons mit Stromabnehmern versorgt haben, dann würden die sich auch melden. Ja, also die Gleisbesetzmeldung wäre dann noch sicherer, nicht nur über die Lok, sondern auch noch über die Waggons. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen, was die Sicherheit angeht auf der Anlage, dann können wir noch Folgendes machen. Wir könnten auch, wenn wir jetzt einen längeren Zug haben, sagen wir mal 20, 25 Güterwaggons, die ersten vier so ausrüsten, wie wir es eben gesagt haben, mit Stromabnehmern. Dann kommt eine normale Kurzkupplung ohne elektrische Verbindung. Und dann würden wir die ganzen folgenden Waggons so ausrüsten, wenn man sich das hier auf der Unterseite anschaut. Hier ist ein kleiner Widerstand eingelötet. Ne? Das sind so ganz kleine Dinge hier. So was Winziges hier. Ne? Kleine SMD-Widerstände. Kann man die so sehen. Ja, oder kann man auch hier so zeigen, aus der Schachtel. Ja, das sind sogenannte SMD-Widerstände. In dem Fall sind das 10 Kiloohm. Wir würden Folgendes machen, wir würden die hier auf die Achse raufkleben. Hier sieht man das vielleicht, hier da ist einer draufgeklebt. Ja, man wartet also, bis der Klebstoff da fest ist. Dann brauchen wir einen Lack, der elektrisch leiten kann. Und dann würden wir hier von dem Kontakt zu dem Rad hier ein bisschen drauf machen und auf der anderen Seite, also zur Achse hin. Ja. Wenn der getrocknet ist, dann leitet der Strom. Also das sind hier 10 Kiloohm in dem Fall. Hier nochmal 10 Kiloohm, macht dann 5 Kiloohm. Ja. Und das würde bedeuten, dass jeder einzelne Waggon sich meldet in dem elektrischen Abschnitt. Das heißt also, wenn zum Beispiel bei langen Tunnelstrecken oder Schattenbahnhöfen mal der Fall eintritt, dass da ein Waggon verloren wird, der würde sich melden. Im Normalfall ist das ja nicht der Fall. Wenn nur die Lok als Stromverbraucher haben, würden nur die Lok sich melden. Hätten wir die ersten paar Waggons mit Stromabnehmern versorgt, würden die sich auch noch melden. Aber die weiteren Waggons, die hinten alle dranhängen und nicht so ausgerüstet sind, die würden sich nicht melden. Ja? Das ist also ein großer Vorteil, kostet ganz wenig Geld, ist leicht zu machen. Also jeder Waggon ist ein kleiner Stromverbraucher und würde sich über diesen Stromfühler, Gleisbesetzmelder dann melden und die Software würde erkennen, dass da also noch ein Fahrzeug in dem Abschnitt ist und keinen weiteren Zug da reinleiten. Es gibt diese zwei Varianten, also entweder die Geschichte hier mit diesen kleinen SMD-Widerständen, empfohlen wird so etwa 10 Kiloohm, oder eine Variante, man kauft sich einen Lack, es gibt auch hier sogenannten Leitlack, Silber-Leitlack, ja, damit den brauchen wir ja, um von diesem Widerstand zur Achse zu überbrücken. Ja, das gibt so kleine Fächelchen. Das ist das, was wir hier gemacht haben bei diesen Waggons, wo wir also nach dem Festkleben hier also die Leitung herstellen vom Widerstand zu dem isolierten Rad und andererseits
zu der Achse. Oder es gibt noch eine Variante, wenn wir nicht mit diesen kleinen Widerständen arbeiten wollen, wir besorgen uns sogenannten Widerstandslack. Ja, dann kann man auch mal, dann kann man das direkt draufsetzen. Also das ist einfach irgendwie eine kleine Flasche hier. Ne? Ja, und dann kann man es so machen, dass wir also diese Widerstände gar nicht brauchen. Und wir würden direkt also eine elektrische Verbindung herstellen mit diesem Widerstandslack von der Achse zum isolierten Rad. Das ist auf der einen Seite einfacher, auf der anderen Seite schwieriger. Einfacher ist es, weil es viel schneller geht. Ja? Wir müssen also da nicht einen Widerstand einkleben und warten, bis das getrocknet ist und dann mit diesem Leitlack da den verbinden. Wir würden einfach einen Pinsel nehmen, einmal zack, rauf, fertig. Hört sich gut an. Problem ist aber, dass nie ganz klar ist, wie viel leitet das eigentlich. Ja? Haben wir ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Lack genommen? Das ist immer ein bisschen unklar. Also mir ist es oft passiert, dass es dann also zu stark geleitet hat, dass wesentlich mehr Strom durchgeflossen ist, als ich eigentlich wollte. Dann musste ich das wieder abkratzen und neu machen oder es war zu wenig. Und also im Endeffekt habe ich mich darauf festgelegt, also lieber das mit diesen Widerständen zu machen, weil das ist genau definiert. Das sind 10 Kilo Ohm und nichts anderes. Ne? Ja, das dauert ein paar Minuten eben, bis da der Klebstoff getrocknet ist und dann mit Leitlack da die Verbindung herstellen und dann ist die Sache erledigt. Ne? Und ich habe mir das eben angewöhnt, immer so bei 2 Achsen 4 Waggons, also mit dieser Kurzkupplung zu verbinden, die ich hier schon reingesteckt habe, diese hier. Ja. Und dann kommen wieder die normalen Kurzkupplungen. Der letzte Waggon, den kann man dann so gestalten, dass man da die Kupplung ganz weglässt und dann, wie hier in diesem Beispiel, also hier auch wieder so Bremsschläuche anklebt, sodass das einigermaßen echt aussieht. Man kann vielleicht nur Zugschlussscheiben hier anhängen, wenn man Lust hat. Und wenn man noch mehr Lust hat, die auch so ein bisschen altern, wie hier. Ne? Das ist ein anderes Thema. Können wir uns auch mal drüber unterhalten. Ne? Eine schöne Sache. Auf jeden Fall haben wir dann also wesentlich mehr Sicherheit. Ne? Also selbst bei leicht verschmuddelten Schienen würden die Loks und Waggons noch Strom bekommen. Das Licht würde nicht so oft flackern in den Waggons. Ne? Die Lok wird nicht stehen bleiben, der Sound wird nicht aussetzen. Wir werden nach wie vor trotzdem irgendwann mal die Schienen putzen müssen, aber nicht ganz so oft wie sonst. Und nun zu einem anderen Thema, Weichenantriebe. Normale Weichen, so wie man sie kauft, haben in der Regel einen Zweispulantrieb. Also haben 2 Spulen für die beiden Endpositionen, werden mit einem Impuls gesteuert und schalten dementsprechend sehr schnell um. Das hört man dann auch so klack, klack. Ist ja funktional in Ordnung, sieht aber extrem unecht aus. In der Realität gibt es sowas nicht. In der Realität werden Weichen langsam umgeschaltet. Das dauert Sekunden. Ja. Außerdem ist es ja auch so, dass in der Regel die Weichenzungen nicht getrennt sind, sondern gebogen werden, motorisch angetrieben. Solche Weichen mit diesem Standard-Zweispurantrieb, die zwar nicht besonders echt aussehen beim Schalten und auch Geräusche machen, sind nicht so teuer. Ich habe sehr viele davon, aber eben nur in den Schattenbahnhöfen, wo ich es nicht sehen muss. Ich möchte mir das nicht angucken. Das funktioniert gut, sieht aber sehr unecht aus. In den sichtbaren Bereichen habe ich nur Weichen, wo die Zungen nicht getrennt sind in einem Stück und alle mit motorischem Antrieb oder sogenannte Servos, wo die Weichen sich ganz langsam umschalten. Das dauert dann 2 Sekunden. Man kann in der Regel auch einstellen, wie lange das dauern soll. Ob das nur 2 Sekunden oder 3 Sekunden dauern soll, kann man einstellen. Geht schön sanft, sieht sehr echt aus. Und nun ist die Frage, wo würde man dann diese motorischen Antriebe anbringen? In der Regel machen die Leute das so, dass die unter die Anlage geschraubt werden, von unten sich direkt unter der Weiche befinden. Ist in Ordnung, kann man so machen. Es entsteht aber die Problematik, wenn man da irgendwann mal ran muss, um die zu reparieren, muss man unter die Anlage kriechen und bis hinten hin irgendwie, wo man vielleicht gar nicht mehr rankommt. Man wird ja auch nicht jünger und da habe ich mir angewöhnt, von Anfang an, ich mache die Antriebe nicht dahin, wo die Weiche sich befindet, sondern dahin, wo ich rankomme. Bei mir befinden sich die Servoantriebe für die Weichen oben auf der Anlage und an der Anlagenkante, an der Vorderkante, wo ich leicht rankomme. Die Antriebe befinden sich also vorne, oben auf der Anlage und werden später durch ein Haus beispielsweise verdeckt.
Wenn ich da ran muss, um irgendwas zu reparieren oder zu machen, nehme ich nur das Haus hoch und komme ganz leicht ran, muss nicht unter die Anlage kriechen. Na, ganz einfache Sachen. Da die Weichen dann relativ weit entfernt sind von diesem Antrieb, benutze ich einen dünnen Stahldraht, der durch ein kleines Messingrohr geführt wird. Das hat außerdem auch noch den Vorteil, dass ich das Rohr biegen kann. Ich muss gar nicht unbedingt im rechten Winkel zur Weiche den Antrieb anordnen. Ich kann das auch irgendwo hin machen, wo es eben passt. Wir können das dann gleich nachher mal auf der Anlage zeigen. Ja, also hier vorne sehen wir jetzt die Servodecoder oben und an der Anlagenvorderkante. So, der Servodecoder ist hier verdeckt durch das Haus. Das sind die Servoantriebe, die dann später auch durch ein Gebäude verdeckt werden. Im Falle irgendeiner Reparatur oder irgendwelcher Maßnahmen kommt man jederzeit hier ran. Einfach das Haus hochheben. Man muss nicht unter die Anlage kriechen. Man kann das direkt von hier aus machen. Und hier hinten sieht man dann die Metallröhrchen, wo die Drähte zu den Weichen hinführen. Die verschwinden nachher im Anlagen, im Landschaftsmaterial, ne? Sind nicht mehr zu sehen. Also die Geschwindigkeit kann man einstellen, wie langsam sie sich bewegen sollen. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, so in der Größenordnung, vielleicht maximal drei Sekunden. Ja, das kann man einstellen, wie man das möchte. Na, liebe Freunde, das waren zwei Tipps, mit denen man durchaus was anfangen kann. Also das mit den Achsen und mit den Rückmeldern hat mir schon sehr gut gefallen. Und das nachträgliche Einrichten der Weichen mit einem Servo nach der Methode à la Reinhard Korn finde ich ganz bemerkenswert. Das war's, damit entlassen wir Sie ins Wochenende. Wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbauen und Basteln. Wenn Sie Fragen haben, hier ist die Telefonnummer, Sie dürfen uns gerne löchern und Reinhard Korn wird da auch sicherlich mit Antworten helfen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.